Hallo meine affigen Kumpanen da draußen. Bloodborne geht weiter. Folge 21. Da oben ging doch die Tür nicht auf, soweit ich mich erinnern kann. Oder? Ja, nur ein besonderes Emblem öffnet die Tür. Haben wir nicht irgendwas gekriegt? Triumph? Wenn es überhaupt ein Emblem oder irgendwas war. Jede Menge von den Edelsteinen. Keine Ahnung, was das Emblem sein soll. Ist auch egal. Dann gibt es nur noch eine Richtung, in die wir können. Da lang, genau. Blöden Penner hier. So, jetzt kriegst du erstmal. Du Bauer. Du jetzt auch, ey. Ja, das läuft. Die geben auch richtig Seelen. Das finde ich ganz angenehm. Das ist cool. Dass man jetzt selbst für popelige Gegner jetzt endlich mal eine angemessene Menge Blutechos erhält. Vorsicht vor Verrückter. Überfall voraus. Ja, ja. Ist doch eh bloß einer. Wo ist er denn? Da steht er. Ist doch keine Herausforderung, Leute. Jetzt mal ohne Platz. Was haben wir hier? Schleichangriff. Naja. So, da unten haben wir jetzt den Wolf. Wo ich mich das letzte Mal so gefreut habe, wie viel Seelen der gibt, ey. Das war gut. Ja, Bestie. Wir wissen schon welche. Hat doch keine Chance gegen uns, das Vieh. Na komm her! Okay, das hat gesessen. Aber wir haben zum Glück noch mal ein paar Leben reingeholt. Fast 1000 Seelen, ey. Leck mich am Eimer, ey. Das ist geil. Okay. Hier waren wir schon. Ah, scheiße. Ich weiß genau, wo wir jetzt lang müssen. Da habe ich nämlich Schiss. Ja, ab hier. Weil ich habe hier nämlich irgendwie das Gefühl, dass ich spiele die ganze Zeit online, müsst ihr wissen. Aber es hat mich bisher noch kein anderer Spieler invaded. Und ich glaube, das liegt daran, weil man hier noch in so einer Art Tutorial-Gebiet ist, eine Art sicheren Zone. Dass man aber ab jetzt halt richtig auf den Sack kriegt und man jetzt ab jetzt invaded werden kann. Das ist nämlich schon meine Vermutung. Jetzt geht das Spiel quasi richtig los. Das andere war alles nur Vorgeplänkel. Ah, die sehen auch nicht so gesund aus. Okay, die Blutfiolen hier kann ich nicht mitnehmen, ist klar. Wir haben aber auch einige rum hier. Ui, was war das? Da hakte gerade die Framerate. Das ist nicht so schön.
dieser Turm gefällt mir alle. Okay. Fackel ist effektiv. Ja, gut. Brauche ich jetzt nicht, oder? Geht doch auch so. Da hinten sitzt einer. Seht ihr es? Der sitzt da. Und da kommt einer. Das sind einige von denen. Mit dieser Rauch. Die sehen schon ulkig aus. Aber da sitzt doch einer in der Ecke. Da. Bist du gut, bist du böse? Ich kann dich leider nicht anlocken. Aber du atmest, also bist du böse. Ich bin so immer, ich erkenne schon Gegner auf 10 Meilen Entfernung, ey. Gegenstand voraus, ja, ja. Vorsicht vor Schleichern der Fiska. Unten sind welche. So. Hallo? Ich höre hier Schritte. Ach so, die sind von neu. Oh, neues Gebiet, Leute. Neues Gebiet. Wir haben noch Zeit. Blutstein, Scherben, sehr gut. Ich glaube, ich muss echt meine Waffe aufrüsten. Mittlerweile so viele scheiß Scherben. Das sollte man wirklich mal benutzen. Der da hinten gefällt mir gar nicht. Der Oberhaupt-Mufti hier. Tritt vor. Diese Mauer sieht zerstörbar aus. Kaltblüter, okay. Ich hab... Kann ich den schlagen? Auf der anderen Seite... Ich kann leider auch nicht rüber gucken irgendwie. Ach, Leute. Jetzt hat das gerade schon wieder gehangen. Das war jetzt nicht so schön. Finde ich ein bisschen schade. Oh, da oben hängt ja jemand. Ja, 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 ja. Okay. You are a skilled hunter. Adept. Merciless. Ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich ein geschickter Jäger. Das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Da ist dann so, da hinten ist noch einer. Ah, okay. Ich höre hier noch einige von den Viechern rumatmen. Vorsicht vor Jäger. Ich höre sie auf jeden Fall noch umatmen. Die Frage ist, wo stehen sie? Which is why I must stop you. Oha! Okay. Ich muss abhauen. Oh, je, je. Sind immer wieder so Hänger drin.
Mann, Mann, Mann. Jetzt kann ich wenigstens hier die Blutfiole noch mitnehmen. Da liegen immer noch welche rum. Alter Verwalter. Ey, wie komme ich denn an dem Typen vorbei? Da ist schon wieder Sens. Ich hab da so eine Vermutung, was das für Viecher sind. Das wären sowas wie in den Souls-Teilen diese Christen-Missarzt-Kinder sein. Die wohl so Unmengen von, na sag schon, so Edelsteinen mit sich rumschleppen zum Aufwerten der Waffen. Das werden die vermutlich sein, denke ich mir mal. Gut, da kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Und wieso nicht? Da ist eine Leiter, okay. Von da unten komme ich irgendwie da ran. Okay, wenn ich jetzt hier runterhüpfe, komme ich hier nicht mehr hoch. Und ich habe leider sehr viele Seelen. Ich krieg nämlich sogar wieder ein Level up zusammen. Wenn ich jetzt wüsste, wie dieser Ort hier heißt. Dann gehen wir mal kurz aufleveln. Wir haben ja noch Zeit. Und dann preschen wir da mal voll durch. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, weil mit so viel Seelen möchte ich ungern da ins offene Messer laufen. Ein Level up. Ums Arsch lecken. Okay, Moment. Das kriegen wir hin. Nein, nicht erlangen. Verkaufen. Kaufen wir mal die ganzen Loot-Fiolen. Und dann können wir wieder welche sammeln. Okay, was nehme ich? Ausdauer bin ich eigentlich ganz zufrieden. Mehr Geschick. Oder mehr Leben. Okay, 30 Leben. Ich bin eher für mehr Geschick. Sehr schön. Farewell, good hunt. Ja. Ich würde dich gerne ausreden lassen, aber wir haben keine Zeit, keine Leute, uns reparieren. Mal gucken. In der Kiste habe ich genau 99 Blutfiolen, das ist das Maximum. Und Quecksilberkugel ist auch fast voll. Nee. Naja. Hilft nix. Oh, Alt-Janam war das, oder? Jetzt werden Ärsche aufgerissen hier. Dieser Gatling-Schütze, wie will man an dem vorbeikommen, ey? Hab ich keine Ahnung. Ich weiß, da gab es so einen Pfad an der Seite, eine Treppe runter. Diese Ladezeiten, die Hänger. Ja. Die hätten Bloodborne noch so einen Monat oder zwei länger tweaken sollen irgendwie. Dass es ein bisschen besser läuft. Das ist nämlich nicht so schön. Auch wenn die Grafik echt Bombe ist, finde ich sowas scheiße. Komm, hier ist doch noch einer irgendwo in den Rauchschwaden drin. Ja, sag ich doch.
Da hinten ist noch einer. Komm her. Intelligenz nicht gerade mit Löffeln gefressen, aber ist mir ganz recht so. Na komm, mach. Mach was. Nix verloren. Die verlieren gar nichts. Okay. Schießt er jetzt ab hier schon? Genau, da wo der an der Seite da langläuft, da muss ich vermutlich hin. Ich hoffe, er ballert jetzt nicht. Sonst wäre das echt scheiße. Aber nee, noch reagiert er nicht auf mich. Der hat was verloren. Natürlich Blutfiolen, was auch sonst. Ey, ein Wichser. Boah, das war lecker. Lecker Baus hier. Alter, was? Mann! Kann ich so schnell Waffe wechseln und ausweichen? Okay. Ich habe ja gar keine Blutfiolen dabei. Fantastisch. Perfekter Start, würde ich mal sagen. Jetzt bestimmt gleich richtig auf den Sack, aber kann ich nicht anders. Ich höre hier irgendwas rumtrampeln. Ich hasse es. Nee. Soll ich hier lang? Oh, ich kann es kaum erwarten. Ja, ey, komm, Gott hasst Feiglinge. Oh Gott, wir müssen da runter, ey. Noch eine Blutsteinscherbe. Scherbe. Okay, da sehe ich doch was, oder? Ne. Okay. Wo kann ich jetzt hier? Hier kann ich weiter runterhüpfen. Okay, das sind nur diese kleinen Gnome. Mit etwas mehr Geschick, wenn ich das an den Tag lege, sollte ich das doch hinkriegen. Ja. Sagt der Timer sagt Monkey, gleich ist Schluss. Ah.
Und ich fühle mich jetzt sowas von unwohl, jetzt hier in Cut zu setzen. Ich denke, hier drin sollte ich sicher sein. Dann mache ich einen schnellen Cut. Es geht für mich zumindest jetzt gleich weiter, für euch erst morgen. Aber ich hoffe, ihr bleibt mir und der Serie Bloodborne treu. Denn das wird noch alles ganz furchtbar werden. Und wir werden noch mal wieder ein paar Tode erleiden. Ich glaube, wir hatten jetzt in letzter Zeit nahezu keine Tode mehr, soweit ich mich erinnern kann. Ich glaube, ja. Na, dann wird es sowieso Zeit, dass wir mal wieder draufgehen. Gepflegt. Abnippeln, so wie es sich gehört in Bloodborne. Ich sage danke fürs Zusehen und warum hast du jetzt... Auf was für eine Taste bin ich jetzt gerade gekommen? Oh. Naja, in dem Sinne. Tschüss. Ey, du Vollspacke, ey. Was habe ich bitte gedrückt?